Das Thema Schuldenstreit ist endlich vom Tisch. Wir können wieder zurückkehren zur Normalität. Das haben wir auch gemacht. Heute stand der US-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda. Zwar wurde die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft gesteigert. Die Arbeitslosenquote stieg dagegen. Und das könnte natürlich ein zusätzliches Argument für die US-Notenbank Fed sein, doch auf die Zinsbremse zu treten. Ja, Schlagwort ist hier natürlich Zinspause. Die Wall Street freut's, die Notierungen in New York, die steigen. Ja, Gründe dafür sind natürlich aber auch die nachlassende Volatilität. Das Angstbarometer verliert weiter an Schrecken. Hier sehen wir zwei Charts, einmal den S&P 500 und der Volatilitätsindex auf den S&P der WIX. Und beide weisen eine inverse Korrelation auf. Mit anderen Worten, steigt die Volatilität, fallen die Aktienkurse und umgekehrt. Und aktuell ist es doch eher umgekehrt. Wir sehen hier intakter Abwärtstrend beim WIX und im Umkehrschluss ein intakter Aufwärtstrend beim S&P 500. Aber letztendlich auch die Markttechnik spricht für weiter steigende Notierungen. Hier sehen wir den Fear and Greed Index, der besteht aus mehreren Komponenten. Und auch hier steht die Ampel auf grün. Natürlich zu guter Letzt der AAII Sentiment. Und hier sehen wir natürlich auch, dass die Zahl der bullischen Optimisten, also der bullischen Anleger, leicht gestiegen ist. Das Bärenlager hat letztendlich hier doch einige Pessimisten verloren. Schauen wir uns natürlich auch den Markt an. Wir sehen jetzt hier zuerst den Dow Jones und naja, das ist der Index, der letztendlich gerade oder vor allem dem Nasdaq und dem S&P noch hinterher hinkt. Das heißt, die 30 Standardwerte, die kommen nicht so recht vorwärts. Wir haben jetzt erstmal das 61,8% Retrace mal bei 33.759. Das muss erneut fallen. Letztendlich so richtig absolut würde erst die Ampel auf grün springen oberhalb dieses Verlaufshochs bei rund 35.000 Punkten. Ein wenig besser sieht es dann beim S&P aus. Hier konnten wir endlich das jüngere Verlaufshoch bei 4.200 jetzt überwinden. Auch heute geht es spürbar weiter aufwärts. Ziel ist jetzt das 61,8% Fibonacci-Level bei 4.311 und das fallende Hoch bei 4.325. Kommen wir jetzt zum Gewinner in diesem lustigen Trio und das ist natürlich der Nasdaq. Und der Nasdaq, der liegt jetzt weiter oberhalb des 61,8% Fibonacci-Levels bei 14.350. Hier nochmal ein schöner Schlusskurs darüber und die Reise kann weitergehen. Und das nächste Kursziel wäre hier das fallende Hoch von Februar des vergangenen Jahres bei 15.276. Es bleibt also wieder sehr interessant an der Wall Street. Die amerikanischen Indizes konnten ihre Underperformance gegenüber Europa jetzt doch beenden. Die Indizes Dow, S&P und Nasdaq holen wieder auf. Vielen Dank.